herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich darf euch heute endlich das Flip-Through von My Dark Side and My Bright Side präsentieren. Während ich hier noch angefasst habe, ist ein kleines Blümchen von der Spitze abgefallen, das werde ich gleich noch reparieren müssen. Warum auch immer dieser blöde Biegelring nicht richtig hält. Naja, wir werden das auch wieder hinbekommen. Ja, ich bin fertig. Natürlich könnte ich jetzt noch Stunden, Tage, Wochen daran weiterarbeiten, würde immer noch kleine Pfützelchen hier, ein Tüdelchen dort finden, die ich einfach besser und anders und mehr und ach, was auch immer machen könnte. Aber mein Töchterchen kommt morgen aus dem Urlaub wieder. Und dann ist wirklich der Zeitpunkt, wo dieses kleine, große Schätzchen hier den Besitzer wechselt. Dementsprechend kommt heute das Flip-Through, beziehungsweise ihr seht es natürlich später, aber ich drehe es heute. Und ihr dürft jetzt den Einblick haben in das, was ich fertig bekommen habe. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann super Gelegenheit. Lohnt sich, kommt immer mal wieder sowas. Und ja, wie gesagt, genießt die Show, genießt die Fahrt. Ich werde dieses Flip schon in zwei Teile drehen, weil, also ja, My Bright Side, My Dark Side, ihr seht es, das ist ein großer, großer, großer Trümmer. So, ich habe schon einige How-To-Videos gedreht, beziehungsweise Craft With Me-Videos, wo ihr mich begleiten konntet bei dem, was ich hier so getan habe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einige gibt, die nicht gesehen haben, weil es ist natürlich lang. Ne? Also ich habe teilweise Videos, die über eine Stunde gehen, wo ich irgendwie einfach Sachen eingebaut und mir Gedanken dazu gemacht habe. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man jetzt einfach hier das Flip so genießen möchte und gar nicht so großartig den anderen Kram. Ich check nochmal eben den Videoausschnitt. Das schaut ganz gut aus. Ich nehme mir wieder meine Dose zur Hilfe, weil wenn ich das hier aufklappe, ist es halt echt mega groß. So, wir haben es hier zu tun mit ein bisschen größer als DIN A4. Also es sind zwei Atlanten, die ich auseinandergenommen habe und die hier dieses Buch darstellen. So, das Cover, da habe ich ein schönes Digitalpapier verwendet und habe Nieten hier reingeschraubt. Das sind so Nieten, die man so durchsteckt und hinten mit einer Schraube gegenschraubt. Und habe hier noch so eine schöne Lilie. Moment, ich gucke mal eben, dass ihr das richtig seht. Eine schöne Lilie hier noch mit Rosteffektfarbe. Ja, erstmal modelliert und dann mit Rosteffektfarbe verschönert, vertüdelt halt. Und ich fand, das passt einfach so ein bisschen alt, grungy zu diesem, ja, sag mal fast zu Zirkus-Einhörnchen. Jo, und so sieht das hier aus, das Cover, ne? Buchecken dran und alles drum und dran. Ich habe übrigens auch noch, das habe ich fast vergessen, ich habe auch noch ein Dingeldangel gemacht. Ein Dingeldangel habe ich noch gemacht. Und zwar habe ich nämlich festgestellt beim Charms einbauen, dass dieser Charm hier, den habe ich von Funkelkram, dass der mir zu groß und zu schwer war, um ihn wirklich an die Buchseiten oder irgendwie was in den Inhalt zu hängen. Der ist nämlich wirklich, also ist wirklich ein Trümmer. Ja, ihr seht's. So, dann habe ich den einfach hier als oberen Teil meines Dingeldangels benutzt. Und dann habe ich hier noch weitere Charms dran gehängt und ein bisschen Tüdelspitze. Hier findet ihr noch ein Einhorn, eine Friedenstaube, Herzchen, Kleeblätter, alles Mögliche. Und das ist ein schöner, fluffiger Dingeldangel, den man auch in jedem anderen Buch einfach als Lesezeichen benutzen kann. Das war mir wichtig. So, geschlossen habe ich den ganzen Spaß mit dieser Schließe hier. Ne, ein Krönchen. Und so geht der Zauber auf. Man kann natürlich noch eine Schleife reinbinden dazu oder stattdessen. Das ist jedem selbst überlassen. So, und jetzt werde ich mir hier gleich mal ein bisschen helfen, weil das, also es ist wirklich. Ich habe es schon oft auf und zu gemacht, aber das hier ist noch ein bisschen fest, also die Bright Side. Dementsprechend helfe ich mir hier mit einem Bleisäckchen, um das ein bisschen zu befestigen. So, jetzt muss ich nochmal einen Schnitt checken. Unruhig, unruhig. So, ein bisschen nach rechts könnte ich das schieben, dann habt ihr es mittiger, ne? Dann seht ihr den Fleck auf meinem. Und ich lege schnell das Dingeltangel drüber. So, kein Fleck da gewesen. Also, hier vorne haben wir erstmal eine kleine Pocket. Ihr müsst dazu wissen, ich habe hier. Da wurde mir das kleine Blümchen, was sich die ganze Zeit hier verabschiedet. Nochmal einen kleinen Anhänger mit Cookies. Der ist so niedlich.
Mit einem kleinen Karabiner. Oh, vielleicht mache ich das Blümchen einfach Karabiner, dann hat sich das. Mit so einem kleinen hängenden Keks, total cool. Ich habe hier überall versucht, einfach Platz zum Schreiben zu haben. Ein paar kleine süße Hinweise, wie zum Beispiel Girl, you are a badass. Ich fand's lustig. So, hier haben wir eine Gardine mit einer kleinen, naja, es ist eine Hummel, aber trotzdem steht da Be Kind drauf. Einen Stempel habe ich in Amsterdam gekauft. So, und ihr findet hier überall Kleinigkeiten, kleine Tags, kleine Hinweise, kleine irgendwas. Ja, der Cookie hängt. So, jetzt haben wir hier eine Travel-Seite, Travel Memories. Und hier kann man alles mögliche aufklappen, hin und her und vor und zurück. Und kann da dann auch noch was draufschreiben. So, hier haben wir ein kleines Teilchen mit Rose und Feder. Immer wenn ich hier so Papier reingesteckt habe, ist es einfach wirklich ein gefaltetes Papier. Ohne großen Schnickschnack. Weil ich immer denke, so, man braucht auch mal was Neutrales, was einem nicht gleich eine Assoziation zu irgendwas gibt. Ja, und für die kleinen Letter to my future self, habt ihr vielleicht schon in meinen Craft with Me's gesehen. Da habe ich hinten immer eine kleine Tasche noch gemacht. Und da passt natürlich die Stamperia-Tags wie Faust aufs Auge. So, ebenfalls in dem Letter to my future self ist ein kleines Papierchen drin, wo man dann einfach seinen Brief draufschreiben kann. Und an diesem Teebeutel-Anhänger, das war mal ein Ticket, das kommt aus der Ticketstanze, steht ein Date. So, das heißt, man kann dann einfach sein Datum dran schreiben, wann man es, entweder wenn man es geschrieben hat oder wann man es wieder öffnen möchte. Das ist alles möglich. So, ich habe gestencelt, ich habe Rub-Ons benutzt und ich habe auch gestempelt. Ich habe Sachen aufgeklebt. Hier finden wir schöne Stamperia-Karte. A single dream is more powerful than a thousand realities. So, hier auch die Rub-Ons, die funktionieren übrigens auch wunderbar auf so einem Seidenpapier. Genau, hier dachte ich mir, da haben wir eine ganze Seite mit Taschen. Und da habe ich in einem, ich glaube, Action-Blog war es, hier die, also erstmal dieses Grau gefunden. Also meine Tochter mag auch sehr gerne so Grau-Anthrazit und Co. Und halt diese, ja, fast schon Beauty- oder Wellness-Teile. Da kann sie sich die einfach schnappen und könnte auch zum Beispiel einer Freundin zum Geburtstag irgendwie einfach eine Karte mit dranhängen als Tag oder was auch immer. Also die kann man einfach rausnehmen und benutzen. Genau, und ihr seht jetzt teilweise, meine kleine Katze, die immer am Fingernägel liegt, ihr seht jetzt teilweise solche Filmstreifen hier, ne? Und nachdem ich dieses Video gedreht habe, werde ich diese Filmstreifen mit echten Fotos füllen. Also so mit echten Real-Life-Fotos. Jo. Der Plan ist einfach, dass ich nicht unbedingt die Fotos meiner Tochter und ihren Freunden hier bei YouTube und Facebook und so propose. Das ist nicht so der Plan, dass ich die hier so in den Schaukasten stelle. Always look on the bright side of life. Na, das hier ist eine, ja, Serviette, die ich ja, ich habe sie auf eine Silikonmatte mit Funkelkramkleber geklatscht und das wurde daraus. Na, so, und hier mal kleine versteckte Zweiglein. Ich habe immer mal wieder hier so eine Seite dran geheftet. Das ist auch ein schönes Digitalpapier, das ich einfach an die Seite dran geklebt habe. Ganz leicht gestencelt. Man kann wunderbar drüber schreiben. Und also dieses Buch hier beinhaltet wirklich unfassbar viel Schreibgedöns. Ja, und ich habe, also das sind einfach alles so hier so Feel-Good-Sachen, wo du einfach sagst, so wow, das ist aber schön, das ist aber cozy, das ist aber lebensbejahend und na, Wings to Fly. Hier haben wir wieder den Spruch mit den Realities. So, hier habe ich eine Runde Rub-Ons benutzt. Der Stempel hier ist mir leider so ein bisschen in der Mitte verkackt, aber mein Gott, wenn man keine Stempelplattform benutzt, dann kann man ihn nicht noch ein zweites Mal stempeln. Dann sei es so. Den kann man vielleicht auch einfach mit einem Herzchen oder was auch immer ausmalen. Ich habe schon überlegt, ob ich da vielleicht noch einen Sticker reinsetze oder sowas. Mal gucken. Hier mal wieder einen leeren Fotostreifen. Und auch die Fotos, die ich reinfügen werde, ne? Die werde ich reinpacken und dann kann sie sich trotzdem noch aussuchen, ob sie vielleicht einfach andere Fotos drin haben möchte oder die Fotos, die ich reingepackt habe, für irgendwas anderes benutzen oder was auch immer. Die Mädels heutzutage, so wie ich das früher auch gerne gehabt hätte, aber ich habe keinen Spiegel im Zimmer. Die Mädels heutzutage haben einen Spiegel,
mit einem Rand. Ja, den hat sie mir abgeluchst und an diesem Rand sind die Fotos so unter den Rand gesteckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euch, aber bestimmt, also jetzt die neumodischen Spiegel, die haben nicht so diese Ränder, die noch so ein bisschen leicht oder ja, einmal so mit so einer Lücke sind. Nicht mal so richtig. Ich habe so einen alten mit so einem goldenen Rand, den fand ich eigentlich immer so ein bisschen kitschig. Aber meine Tochter fand den so super und der wohnt jetzt bei ihrem Zimmer und hat diesen Rand, wo man diese Fotos drunter kleben kann. Total gut. So, hier mal ein Mädel mit Cookies oder Cakes. Und hier ist auch ein Kuchenladen, Patisserie, ich weiß nicht, was das sein mag, aber ganz, ganz toll und schön. Ich finde, es ist einfach so diese Wärme der Farben. Milkshakes natürlich, klasse. Ja, auch ein richtig schönes Digitalpapier gefunden. Ich habe hier allerdings echt viele Digitalpapiere mit benutzt hier und da. Das heißt, die alle zusammenzukriegen, da kriege ich. Also wenn ihr irgendwas ganz, ganz genau oder ganz besonders wissen wollt, weil es euch schlaflose Nächte bereitet, dann fragt gerne, dann suche ich das raus. Weil es einfach so viel ist, dass ich das, glaube ich, mühevoll zusammenkriege. Aber wie gesagt, bevor ihr schlaflose Nächte habt und immer über dieses Digitalpapier nachdenkt und es sucht oder was auch immer, dann schreibt mir einfach. Das ist völlig in Ordnung. Ja, und ich freue mich schon sehr. Also erstmal natürlich, dass mein Töchterchen morgen wiederkommt und dass sie ihre Geburtstagsgeschenke denn kriegen kann. Ne, weil sie war ja über ihren Geburtstag im Urlaub. So, jetzt hat sich die Elfie ein bisschen verkumpelt. So, jetzt hängt es da schön. So, das ist einerseits, freue ich mich darüber natürlich total. Ne? Andererseits freue ich mich auch, dass ich morgen das erste von den Videos hier releasen kann. Klar, das Flipflow hier, das ist der krönende Abschluss. Oder der erste Teil des krönenden Abschlusses. Aber trotzdem geht es denn los mit dem Geheimprojekt, womit ich euch jetzt in den letzten Videos immer mal wieder den Mund fest euch gemacht habe. Und immer mal gesagt habe, hier, ich arbeite an einem Geheimprojekt und ihr werdet es schon erfahren. Ja, dieses hier war das Geheimprojekt. So gut, auf das erste Geheimprojekt folgt das zweite Geheimprojekt und so weiter und so fort. Nein, ich mache nicht noch ein Buch für meine Tochter zu Weihnachten. Aber ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Ich habe immer irgendwas am Start, was ich irgendwie erst später dann zeigen kann, weil sonst... Ihr wisst schon. So, jetzt haben wir das hier auch. Das Bild ist doch einfach auch zauberhaft, oder? Das Mädel mit den Pflanzen. Meine Tochter hat übrigens den absolut grünen Daumen. Man kann es kaum glauben. Also ich kriege ja alles zu einem Kaktus. Und sie pflegt und hegt ihre Pflanzen. Und ich denke mal, wir werden auch die Tage... Sie hat nämlich eine Pflanze, die ganz, ganz furchtbar hier Tripse hat. Also alles auf den Kopf gestellt, diese Pflanze mehrfach gewaschen, abgespült, gemacht, getan. Diese Pflanze hat Tripse und wir kriegen sie nicht weg und wir werden zu unserem Lieblingsgartenladen fahren, wo wir die Pflanze aber auch gekauft haben. Also das ist noch nie passiert, dass wir von dort irgendwas mitgebracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass die immer auf Kulanz da ihr noch ein bisschen unter die Arme greifen beim Auswählen einer neuen Pflanze. Ich brauche auch die ein oder andere, weil ich jetzt hier ein schwebendes Regal habe, wo ein paar Pflanzen wohnen dürfen, die allerdings Dunkelheit abkönnen müssen, tun, ja, ihr wisst. Weil, also ich habe hier das Zimmer in der Mitte oben und einen riesigen Walnussbaum vor der Linse. So. Das ist hier alles aus dem Secret Diary Papier von Stamperia. So, hier ist auch noch mein zweiter Lieblingsanhänger. Chocolate. Auch mit so einem kleinen Karabinerchen. So, ich glaube, ich löse das Ding mit der kleinen Blume, mit einem kleinen Karabiner. Das wird schon auch Knickbein fabriziert. Seidenpapier, nicht so schlimm. Ja, und hier habe ich auch ein bisschen Schmetterlinge drauf gestenzelt. Ihr seht es, das Buch ist sehr schmetterlinglastig. So, hier kommt das nächste aus dem Travel-Papier. Gott, was war das denn? War das Teddy? War das Action? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir hier ganz viel Travel-Platz zu schreiben. Und da könnte man einfach mal reinschreiben. Oh, war dann und dann in dem und dem Urlaub, war voll toll. Hier mal kleine Turnschuhe. Die habe ich auch bei Funkerkram gefunden. Ja, Turnschuh-Generation.
kommt man ja nicht umhin, als den Mädels mit ihren Turnschuhen, die sie hegen und pflegen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist manchmal ein bisschen lustig. Ja, so, hier habe ich auch wieder aus dem Secret Diary Buch. Hier ist wieder das Mädel, was so schön runterhängt oder was die Beine baumeln lässt. Hier wollte ich eigentlich noch so ein Schiebeelement machen, wo man einfach einstellen kann, was einen gerade so bewegt. Also wo man quasi eine Lücke dort hat und naja. Sagen wir mal so, die Zeit war etwas knapp. So, und dieser Charme ist doch auch süß, oder? Wie meine Oma sagen würde, ein Hackenschuh. Ein hübscher Stiefel. So, passend dazu hier auch eine Seite mit Stiefelchen und auch wieder die Möglichkeit, hier Fotos reinzupacken. Hier haben wir ein Mädel in der Stadt, ein viktorianisches. Dieses Papier, das hat mich auch wirklich sehr, sehr in den Bann gezogen. Ich mag das total gerne. So, wir haben hier wieder Schmetterlinge. Schmetterlinge über alles. Überall Schmetterlinge. Und ja, ein bisschen Platz zum Schreiben, wie immer. Und natürlich den Milchstempel. Und diesen Stempel hier, den habe ich auch aus Amsterdam. Ich wollte eigentlich erst so einen Pferdestempel nehmen. Und dann kam meine Tochter mit dieser kleinen Eule hier an. Und das ist so mein absoluter Lieblingsstempel geworden. Der ist so süß. Also der ist wirklich der Oberknaller. Man kann sagen, ich klebe was zusammen. Nee, das soll so. So, hier haben wir, oh, ich sehe gerade, hier darf noch ein kleines Mini-Schnups ab. Genau. Hier haben wir aus dem Time is an Illusion. Und das ist aus von Stamperia. Was ist denn das? Dreams? Imagine? Ich weiß es nicht mehr, wie das hieß. Ihr wisst das bestimmt besser als ich. Genau, hier mal wieder Letter to my future self. Diesen kleinen süßen Tiger hier. Ne? Den kleinen Stubentiger. Ja, wir haben ja auch Katzen und Pferde und überhaupt. Und das ist ein großer Teil unseres Lebens, sind einfach unsere geliebten Tiere. Ja, und viele Menschen treten in dein Leben, aber nur wenige hinterlassen Spuren in deinem Herzen. Und das ist so, das wird auch immer so bleiben, dass es einfach wirklich wenige gibt, die wirklich bleiben und die meisten von denen bleiben dann mindestens im Herzen für immer. Das ist auch schön und fein. So, jetzt kommen wir ja zur letzten Seite. Jetzt habe ich hier nochmal so ein Polaroid. Oh, das hat total Spaß gemacht. Da habe ich aus Verpackung, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, das war von irgendwelchen Rub-Ons oder was, habe ich so eine glänzende Folie, oder glänzende Pappe, die ist auch relativ stabil. Und aus einer Bewerbungsmappe, einer Eulen, habe ich die stabile Plastikfolie genommen. Ja, und dann habe ich halt das durch die Maschine hier gejagt und habe dann das Ganze dahinter geklebt. Das Dahinterkleben war nicht ganz so einfach. Also ich hatte erst irgendwie, dachte ich mir, so nimmst du mal, alles Kleber, läuft schon. Das hat sich wieder gelöst. Also tatsächlich hat der Funkelkram Junk Journal Kleber hat es dann gerettet. Also der ist auch auf solchen Materialien tippitoppi. So, hier oben kann man das Foto dann reinschieben. Ja, mein Magen knurrt, ich sollte mal langsam was frühstücken. Es ist Samstagmorgen. 8 Uhr und ein Keks und ich habe Hunger. Naja, ich wollte euch jetzt hier erstmal bespaßen, bevor ich mir was zu essen mache und mich zurücklehne. Genau, hier kommen dann die Fotos rein. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen schönes Papier. Ja, und hier habe ich noch ein langes Element. So und so. Ja, wo man auch ein bisschen schreiben oder noch was drauf basteln kann. Mir war an der Stelle echt wichtig, dass viel Schreibplatz ist, dass es irgendwie noch handelbar ist, weil das Ding ist wirklich schwer geworden. Ich kann es nicht anders sagen, es ist echt schwer. Ja, und dass einfach noch Platz ist für weitere Kreativitäten. Also es sind 3 Signaturen und ich glaube, ich habe in jede Signatur irgendwie 10 Seiten reingepackt. Ja, und ihr seht ja, ich habe ganz viel Spitze und Tüte. Also es ist wirklich, also man kann es nicht anders sagen, es ist wirklich ein Trümmer geworden. So, ich zeige euch jetzt hier und auch im nächsten Flip-Through, also im Dark Side, zeige ich zweimal die mittlere Seite. Ne, weil auch das trägt natürlich auch zum Gewicht bei. Ich habe die beiden Atlanten aneinander gepappt und in der Mitte ist dann dieses Element. Dazu gab es dann auch ein, jetzt darf ich mal flachlegen hier. So. Dazu gab es dann auch ein Craft With Me, wo ich euch das gezeigt habe. So, und das sind alles Elemente, wo Fotos reinkommen. Und ja, ich sehe schon, dass ich hier so ein bisschen
sich eine kleine Kerbe gebildet hat. Da muss ich nochmal nachschneiden. Neben den Fotos habe ich noch die Polaroids wieder gemacht. Auch hier auf der Seite. Und auch hier. Oh, ich sehe gerade, ich habe mich verzählt. Ich brauche zwei weitere große. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich habe ganz viele Fotos ausgedruckt und werde die hier wunderschön auf diesen Seiten verteilen. Und dann hat meine Tochter in ihrem Buch auf jeden Fall ihre Freundinnen am Start. Sie kann weitere hinzufügen, wie auch immer. Es ist echt genug Platz in den, ja, hier und auch in den anderen kleinen Fototeilchen, die ich überall verteilt habe. In meiner Darkside auch. So, das ist jetzt die erste Hälfte. Das ist das erste Flip-Through. Das zweite, das folgt zugleich. Also für mich zugleich. Ich werde es gleich drehen und ihr werdet es dann ein paar Tage später bekommen. Es hat mir mega Spaß gemacht, dieses Buch zu craften, ihr wisst. Es hat mir echt total Spaß gemacht. Ich bin da voll drin aufgegangen. Teilweise bin ich verzweifelt, weil ich zwischendurch krank war und mal 4 Tage komplett ausgefallen bin. Nichts ging mehr. Und da bin ich ja wirklich so ein bisschen in Schweiß geraten. Also da war ich gut am Rödeln. Es hat aber alles geklappt. Ihr seht's. Es funktioniert. Es ist klappbar. Hier und da klemmt es noch ein wenig. Ja, genau. So. Und klack. Schön fest mit Magneten. Die Anleitung für dieses Pop-up, das findet ihr als Tutorial auch bei mir. Ich habe es jetzt schon zweimal gedreht. Einmal für dieses Buch in groß und einmal in A5. Das ist jetzt mein Magnet. In A5 habe ich es auch gedreht mit Anleitung, mit Maßen. Wie gesagt, viel Spaß dabei. Es macht wirklich Bock. Also es ist wirklich, wirklich cool. Oh, und dieses Ding hier. Ich habe es mit Scharnieren zusammengehalten. Es ist schwer. Ich werde es mal auf die Waage packen. Also es ist, ich vermute mal, dass es 3 Kilo hat. Vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin so schlecht im Schätzen. Aber eine leichte Katze. Oh, könnte auch 4 Kilo sein. Ich weiß es nicht. Ich werde es euch mal auf die Waage packen. Spaß. Und werde beim nächsten Flips schon mal sagen, wie schwer es wirklich ist. Und wahrscheinlich habe ich mich jetzt grandios verschätzt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mich bei solchen Projekten begleitet. Und bisher habe ich auch immer echt coole Rückmeldungen gekriegt, vor allen Dingen für meine Flip-Throughs. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie echt wissen müsst, dieses Designpapier bitte verratet es mir. Natürlich tue ich das. Nur ich werde jetzt nicht alle rauskramen und alle untereinander schreiben für den Fall, dass vielleicht irgendjemand das vielleicht irgendwie wissen wollen würde. Wenn ihr Fragen habt, haut es raus, dann ergänze ich das noch. Und oh, ich bin ein bisschen traurig, dass dieses Projekt jetzt zu Ende ist. Da ich schon ein Neues im Hinterkopf habe, falle ich in ein nicht ganz so tiefes Loch. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino.